baggert der Kollege hinter uns schon die ganze Zeit und ich höre nichts. Ja, das Sensationelle, gell? Ja. Aber das wird mehr oder weniger Standard werden in einigen Jahren in vielen deutschen Städten. Wir haben uns Gedanken gemacht, was machen wir für die Zukunft und haben uns entschieden, unsere Bagger auch in Zukunft mit einem Elektroantrieb auszustatten. Ja. Das heißt, die Maschine, die wir hier hinter uns sehen, ist momentan ein 1-Tonnen-Bagger. Mhm. Es ist ein Prototyp, müssen wir dazu sagen. Arbeitet mit einer Batterie, ist also völlig unabhängig vom Stromnetz, kann aber auch in längerfristigen Einsatz mit in Verbindung mit einem Stromanschluss zusammenarbeiten. Okay. Kann in kürzester Zeit geladen werden, wenn wir 400 Volt zur Verfügung haben in einer Stunde, wenn wir 220 Volt wie bei jedem Haushalt zur Verfügung haben, in zwei Stunden wieder aufgeladen werden. Und mit dem Akku können wir momentan schon mehrere Stunden arbeiten.